Und hier sitzt der FreeAir Plus, der Überströmer, der dann das Schlafzimmer eben an die Wohnraumlüftung anbindet. Mein Name ist Lena Volk, ich bin im Marketing von Blue Martin und wir freuen uns jetzt ganz besonders, seit langer Zeit mal wieder auf einer Präsenzmesse zu sein, hier jetzt auf der IFH in Nürnberg und ja, auf der IFH jetzt wirklich hier unser FreeAir-Lüftungssystem vorzustellen und auch viele tolle Kundengespräche und Produktpräsentationen. Unser FreeAir-Lüftungssystem ist, wie gesagt, eine Wohnraumlüftung. Es besteht aus dem FreeAir 100 Außenwandgerät, das sehen wir jetzt hier. Und ergänzt wird es durch den FreeAir Plus, dem Überströmer, der weitere Räume eben quasi an die Wohnraumlüftung anbinden kann. Funktioniert aber komplett ohne Zuluftleitung. Also auf Zuluftleitung wird bei uns komplett verzichtet. Das FreeAir 100 wird dezentral in der Außenwand platziert. Und Ablufträume, wie zum Beispiel ein Badezimmer, werden über Abluftleitungen dann an das Außenwandgerät direkt angeschlossen. Und weitere Räume, wie zum Beispiel ein Schlafzimmer, also sogenannte Zulufträume, werden dann eben mit dem FreeAir Plus Überströmer an die Wohnraumlüftung allgemein angebunden. Das FreeAir 100, unser Herzstück quasi von dem Lüftungssystem, hat einen Gegenstrom-Wärmetauscher, demnach auch eine hohe Wärmerückgewinnung und es arbeitet komplett bedarfsgeführt und sensorgesteuert. Im Gerät sind 8 Sensoren verbaut, unter anderem für Feuchte, CO2 und Temperatur. Und diese Parameter werden ständig gemessen anhand der Außenluft und eben der Raumluft und werden miteinander verglichen. Und so weiß dann das Gerät, wann es quasi lüften muss. Wenn zum Beispiel jetzt in einer Wohneinheit tagsüber die Bewohner nicht zu Hause sind, wird der Luftwechsel runtergefahren. Wenn dann abends, ich sag mal, eine vierköpfige Familie eben zu Hause ist, dann wird der Luftwechsel hochgefahren, weil einfach die Sensoren quasi ermitteln, dass jetzt ja die Bewohner da sind und einfach mehr Luft oder mehr gelüftet werden sollte, müsste, je nach Bedarf. Und so funktioniert auch der FreeAir Plus. Die beiden Geräte sind an sich nicht miteinander verbunden, sondern sie arbeiten komplett eigenständig, eben anhand der Sensorsteuerung und der Bedarfsführung. Auch der FreeAir Plus hat diese Sensoren verbaut und er ermittelt dann eben anhand der Luftqualität von den benachbarten Räumen, ob die frische Luft weitergeleitet werden muss oder ob quasi entlüftet werden muss. Genau, und das ist unser FreeAir-Lüftungssystem. Hier an dem Grundriss kann man es auch noch mal ganz gut sehen. Das Gerät sitzt hier in der Außenwand, das FreeAir 100, das Hauptgerät. Der Abluftraum, das Badezimmer, ist mit Lüftungsleitung mit dem Gerät verbunden. Und hier sitzt der FreeAir Plus, der Überströmer, der dann das Schlafzimmer eben an die Wohnraumlüftung anbindet. Und so wird entweder ja, frische Luft zugeführt oder eben verbrauchte Luft direkt nach draußen abgeführt. Es ist richtig, dass das Gerät ein dezentrales Gerät ist. Wir sagen immer ganz gerne wohnungszentral, weil es eben die Vorteile von zentralen und dezentralen Geräten miteinander verbindet. Der Vorteil hier von dem dezentralen Gerät ist, dass komplett auf Zuluftleitung eben verzichtet werden muss. Also das ist wirklich der große Vorteil, sei es für die Planung oder auch eben für den Einbau, dass hier keine Leitungen berücksichtigt werden müssen. Das FreeAir-Lüftungssystem wird eingesetzt in Neubauten oder auch für Sanierung oder Nachrüstung ist es geeignet. Hauptsächlich kommt es zum Einsatz im Einfamilienhaus, Wohnungsbau, also Mehrfamilienhäuser oder auch in Apartments. Hotels haben wir schon eingesetzt, da haben wir verschiedene Referenzobjekte. Ansonsten, gerade bei Mehrfamilienhäusern oder auch Einfamilienhäusern, ist die Außenansicht oder einfach auch die Gestaltung der Fassaden wichtig. Dafür bieten wir verschiedene Außenhauben. Standardmäßig haben wir sie in Weiß oder in Edelstahl. Je nach Bedarf können die aber auch in jeder beliebigen Rahlfarbe pulverbeschichtet werden. Als Alternative zu den Außenhauben, gerade wenn es so um denkmalgeschützte Gebäude geht oder gerade einen vom Architekten oder Planer auch hohen Designanspruch an die Fassade, haben wir unsere FreeAir-Fensterleibung. Die Lüftungsgitter werden dann dezent in der Fensterleibung integriert und somit ist dann die Fassade ohne Unterbrechung und mit einer einheitlichen Optik, was eben wirklich auch ein großer Vorteil ist, wenn man jetzt auf die Außenhauben an der Fassade verzichten möchte.
eben habe ich gerade vom Außendesign erzählt, von der Fassadenansicht. Wichtig ist natürlich auch das Innendesign, die Gestaltung im Zuhause, gerade für die Endkunden, für die Bewohner dann wirklich ein großer Faktor auch, einfach für die Wohlfühlatmosphäre, dass es schön ist, zu Hause sich wohlzufühlen. Da bieten wir drei verschiedene InDesigns Cover quasi. Wir haben einmal das Premium Cover, besonders gut geeignet fürs Schlafzimmer, weil es wirklich ja flüsterleise ist, noch leiser sogar. Dieses Cover reduziert den Schall nochmal extrem, also das ist wirklich dann für Schlafräume geeignet. Alternativ das Frontcover, was auch nochmal etwas den Schall reduziert, nicht ganz so wie das Premium-Cover. Und standardmäßig unsere Frontplatte, die wir zum Beispiel auch als Tafeloptik haben. Also wenn das Gerät jetzt in einem Wohn-Essbereich eingesetzt ist, dann kann man auch als Frontplatte eine Tafeloptik haben, wo man dann sogar auch draufschreiben kann. Also das ist dann gerade auch nochmal ein schöner Mehrwert für die Bewohner. Unsere Platten sind teilweise auch bestreichbar. Wenn jetzt eine bestimmte Wandfarbe gewünscht ist, kann der Kunde einfach wirklich selber dann das Cover anmalen und hat so sein individuelles Design, sage ich mal, beziehungsweise noch dezenter im Raum einfach integriert. Hier sehen wir unser neues Modul für die Sanierung. Zum Einsatz kommt ganz normal standardmäßig unser FreeAir 100 Gerät, wovon ich gerade schon erzählt habe. Es funktioniert gleich, also wir haben keine unterschiedlichen Geräte. Hier dieses Modul, unser Rohbauset, das ist jetzt besonders für Sanierung geeignet. Das haben wir jetzt neu entwickelt. Und zwar ist die Besonderheit hier, dass aufwendiges Aufstemmen der Außenwand nicht erforderlich ist, sondern es reicht nur in Anführungsstrichen eine 350er Kernbohrung. Und dann kann mit dem Rohbauset unser Gerät eben in die Wand eingesetzt werden. Die Mindestwandstärke ist 28 cm. Nach oben sind dann aber quasi keine Grenzen gesetzt. Also je nach Wandstärke kann ich dann wirklich das System erweitern und es individuell an die Wandstärke anpassen. Und gerade bei Sanierungen ist eben auch ein großer Vorteil, dass wir komplett auf die Zuluftleitung verzichten und somit entfällt da auch schon mal ein großer Aufwand gerade für den Einbau, sondern man hat einfach nur die 350er Kernbohrung und dann kann man das Lüftungssystem quasi wirklich mit dem Rohbauset entsprechend in die Wand einsetzen. Es gibt kein Limit, was die Größe angeht. Es kann wirklich in jedes Gebäude an sich eingesetzt werden. Also wie gesagt, ist besonders für die Sanierung geeignet, ob es jetzt ein Einfamilienhaus ist, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder ein Hotel sogar, da gibt es keine Begrenzung, sondern da kann das Gerät wirklich so eingesetzt werden.